Hiho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, wir sind dabei, eine Kirche zu bauen. Da brauchen wir viele Materialien für. Und es klappt ja eigentlich recht gut. Hab nichts gesagt. Du findest den Weg zurück nicht? Achso, du brauchst Steine. Da sind aber Steine. Ist lustig, wie sie das irgendwie gerade so machen. Die normalen Steinstockpiles sind bald ziemlich voll. Holz wird gelagert. Jedenfalls lasse ich sie gerade Holz lagern. Ja, klappt alles einwandfrei. Also ja, die Kirche ist wirklich jetzt das größte Bauprojekt, was wir haben nach der Burg selber. Weil hier das den Bergfried, sage ich jetzt einfach mal, das ging relativ einfach und strukturiert, weil es ja eigentlich nur ein Kasten ist mit ein paar Fenstern drin und so. Während die Kirche halt ein riesiger Steinkomplex ist. Also unsere Möchtegern-Kirche hier. Und ja, das wird sehr viele Steine halt in Anspruch nehmen, weil allein schon das Dach. So, es sind gerade keine Steine mehr da, die geholt werden können. So, jetzt sind wieder Steine da. Und sie laufen los. Wie sieht es da hinten so aus bei unseren... So, besser. Ja, ich muss sagen, nach 90 Stunden oder so, die wir nur mit Rumauffüllen und so verbracht haben, ist es doch mal wirklich wieder eine schöne Abwechslung zu sehen, wie Bauarbeiten vorangehen.
Ja, und irgendwelche Flickenschusterei hier gemacht wird. Der kommt nur mit 10 an. Und packt sie sogar irgendwo hin, wo sie gerade unpraktisch sind. Na, auch gut. So, jetzt ziehen wir da einen hübschen Aufräumkreis auf, stecken die beiden da rein und lassen sie mal das ganze Holz aufräumen. Was zur Hölle machst du, Hydra, bitte? Bitte mach's richtig, danke. So. Ah ja, schön, dass unsere Kirche langsam ein Dach kriegt.
Okay. Dann räum da mal hier auf, bitte. Danke. Und bring das mal weg. So. Wir haben wieder schönsten Sonnenaufgang. Ich finde es lustig, sie gehen wegen May alle aus dem Weg und gehen lieber drüben rum. So, wir haben wieder Steine. Ein paar Baumstämme liegen hier noch rum. Gut, es geht voran. Uns fehlen wieder Steine. Aber hey, das Dach wird langsam. Noch gibt es hier Baumstämme, so wie es aussieht. Da steckt auf jeden Fall noch einer und da sind noch zwei. Also ja, lassen wir die Baumstämme abtransportieren. Wobei, ihn sollten wir jetzt dann, also Tux, Bretter schlagen lassen. Hey, wir haben wieder Steine.
So, das ist also so ein guter Tux. Fällt das, was Deimos während hier schön das Dach aufgesetzt wird. Na schade, ich habe leider kein einziges Steinvorkommen mehr an der Oberfläche. Und da die Spawnsteine. Weil ich zu langsam war. Schade. Mann, da liegt aber wirklich noch ein Haufen Holz rum. Und der ist definitiv schneller darin, Holz zu hacken, als er die Bäume, also die Baumstämme zu bringen. Was klar ist, die Lager sind gleich neben dem Ding, während der Wald ganz da hinten ist. Noch haben wir mehr als genug Holz, vor allem der Wald ist sehr dicht. Und natürlich der Wald hier oben. Aber noch kommen wir an die beiden Wälder erstmal ran. Also die beiden Wälder und dann den Wald, wenn wir so viel Holz noch brauchen. Ich denke mal eher nicht, wenn ich es mir so ansehe, sind wir bald bei der Vollendung der Burg. Also ja, es fehlen hier vorne noch ein paar Gebäude, so Handwerksbetriebe. Also was wir auf jeden Fall brauchen, ist für den Machine Shop und die Workbench ein. Ort und dann für die Schmiede. Und das Laboratorium hier drüben ein Ort. Weil der Altar kommt in die Kirche rein. Und ja, wenn wir uns ansehen, was haben wir so, was wir noch stockpilen müssen, dann sind das die ganzen Worts hier. Bärenfallen und Zahnräder, Bomben und Barrels.
Ja, bei Warp und Cloth, das stornen wir bereits. Ja.